Servus Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Stadionvlog auf diesem Kanal. Heute geht es zu den Ice Tigers, Ice Tigers gegen die Augsburger Panther. Wir haben richtig krasse Plätze, Jungs. Block 119, Reihe 6, Sitz 5 und Sitz 6. Digga, Jungs, unsere Tickets wurden jetzt gerade nochmal umgetauscht. Block 114 haben wir jetzt. Digga, wir chillen ja einfach bei der VIP. Block 104 bis 114, da geht's lang. Wir hätten fast VIP-Tickets bekommen, das wäre richtig krass gewesen. Jetzt nur Sitzplätze mal unten, aber trotzdem geil. Schaut euch jetzt unsere View an. Ist ein bisschen schlechter geworden auf jeden Fall, aber trotzdem noch mega krass. Normalerweise sind wir ja da drüben. Moppe steht irgendwo da drüben in der Südkurve, der kam leider nicht hin, kann leider hier nicht mitkommen. Das nächste Mal gehen wir auch darüber in die Südkurve auf jeden Fall, weil das ist viel lustiger, auch von der Stimmung her besser. Aber trotzdem nochmal, das sind mega geile Plätze und Alter. Also nochmal kurz zur Erklärung, wie wir zu diesen Tickets gekommen sind. Wir haben auf Instagram bei der Zahnarzt Dr. Mark und Dr. Ulf Meisel haben wir mitgemacht beim Tippspiel für die Ice Tigers. Da gibt es jedes zweiten Spieltag, glaube ich, einen Tipp. Kannst du da mittippen und Tickets gewinnen. Und ja, wir haben eben ich habe richtig getippt gegen Frankfurt 3-2 und hab dann eben diese Tickets bekommen. So ungefähr noch eine halbe Stunde bis zum Anpfiff, 18:30. Beide Teams sind da, machen sich warm. Ich hoffe, heute wird es ein Sieg auf. Digga, guckt euch diese Fahne an, Digga, die dabei haben. Also die sind auf jeden Fall auch zahlreich vertreten. Also wenn es heute keine gute Stimmung ist, dann weiß ich auch nicht. Digga, guckt euch an, das sind zwei von diesen riesigen. Das ist schon stark. Also auf jeden Fall auch nochmal ein herzliches Willkommen an die ganzen Augsburg-Fans hier in Nürnberg. Ich war zweimal gegen Augsburg schon drinnen, beides Mal ging es in Penalty schießen. Einmal hat uns Reimer den Sieg besorgt, das war der letzte Spieltag der letzten Saison. Und einmal 1920 war es, hat dann Brandon Buck zweimal in Penalty schießen getroffen. Brandon Buck auch eine Ikone hier für mich. Ja, was der uns alles an Siegen geholt hat und was er einfach für eine Legende für mich ist. Er war auch mein Lieblingsspieler. Er hat uns da zwei super Dinger reingehauen. Ich hoffe, diesmal klären wir es in den 60 Minuten gleich. Und am Ende soll einfach der Bessere gewinnen, wie es immer so ist im Sport. Natürlich, wir sind dann hier für die Ice Tigers und hoffen hier den Sieg. Mal sehen, wie die Jungs heute auch anfangen. Das ist auch mal ganz, ganz wichtig zu schauen, wie die Jungs anfangen. Hoffentlich wieder so spielen wie immer, wenn ich drin war bis jetzt eigentlich. Ich war in Straubing, da haben sie scheiße angefangen. Ich war zu Hause gegen Berlin, da haben sie scheiße angefangen. Ich war gegen Frankfurt, da haben sie scheiße angefangen. Das einzige Spiel, wo ich nicht drin war gegen Köln und gegen Wolfsburg. Und da haben wir mal von Anfang an wenigstens Eishockey gespielt. Cool!
sind sie gut eingestellt auf der Augsburg. Werden wir sehen. Kommen wir noch. Die Gäste spielen jetzt drauf. Augsburg jetzt auch auf dem Feld. Wir waren bis jetzt hier gar nicht in dieser Partie und es steht 1-0. Keine Ahnung, wie es gefallen ist. Frech, einfach frech. Hier. Auf geht's weiter kämpfen, Jungs. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Ihr seid besser drin in dieser Partie. Komm. Ja! Oh, diese Parade. Oh. Riesenparade von Dennis Endras. Boah, war der krass. Aber es geht weiter. Druck von Nürnberg. Ja! 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 Jawohl! Das war richtig hübsch auch herausgespielt am Ende. Ja! Kein Tor. Er hat schon abgewunken. Vor alles Hochschwanks ist die Entscheidung kein Tor. Pause in Nürnberg, Spielstand 1-1. Zweites Drittel hat begonnen, Spielstand weiter 1-1. Tor für Augsburg. Ach. Und wir haben gerade einen Lattenschuss.
3-2. Videobeweis hat er gecarried. Und so sieht's aus, wenn wir mit dem Tor zu Hause machen. Bestätigt. Das heißt, es war in der 32. Spielminute ein Tor für Zinnöbe. Auf zum Spiel. Unsere Nummer 53, Daniel. Und unsere Nummer 8, Tyler. Unser Torschütze mit seinem zweiten Saisontreffer. Unsere Nummer 89, McLeod. Tor für Augsburg. Frechheit, einfach nur Frechheit. Wirklich, solche Ranztore, die die hier schießen, ey. Wirklich. Das erste war schon ein richtiges Arschlochtor. Das zweite ist noch ein Grill. Das zweite war ganz in Ordnung. Das dritte ist jetzt das größte Arschlochtor von allen. Tor für Augsburg. 4-2, 2-4. Lass mich raten, das dritte Arschlochtor von 4. Da haben wir mal wenigstens 3, da haben wir jetzt mal wenigstens 6 der Tor voll. Ja, Digga. Komm, Nürnberg weiterkämpfen, das 4-4 ist drin. Spiel ist aus, 2-4. Verlieren wir hier. Das Fazit zum Spiel. Augsburg hat am Ende verdient gewonnen. Hat seine Chancen gemacht, war effizienter. Wir haben es nicht geschafft, die Chancen weg zu verteidigen hinten. Wir haben hinten mehr Fehler gemacht, haben dann die Chancen auch zugelassen, haben selber dann irgendwie es einfach Augsburg auch einfach irgendwann zu einfach gemacht, das wegzuverteidigen. Es war immer wieder dasselbe Konstrukt unserer Angriffe. Hat Augsburg dann am Ende auch gut gemacht, hat es gut wegverteidigt. Am Ende verlierst du mit 4-2 vollkommen verdient. Ich denke, keiner sollte der Mannschaft hier einen Vorwurf machen, sie hätte es nicht probiert. Die Mannschaft hat vor allem im zweiten Drittel alles auf dem Feld gelassen, hat probiert, hat sich Chancen herausgearbeitet. Nichtsdestotrotz verlierst du hier 4-2. Ist natürlich bitter. Aber jetzt heißt es einfach munter putzen und zu Hause gegen Schwenningen einfach weitermachen und die nächsten drei Punkte holen. Kommt in ungefähr einem Monat, nämlich am 4. November gegen die Düsseldorfer EG um 19:30 bin ich in der Arena und werde auch einen Stadionvlog für euch aufnehmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieser Vlog. Genießt die Zeit, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.